herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier aus Thailand. Und heute verrate ich euch meine Bizeps-Tricks, dass auch euer Bizeps richtig wächst. Im Anschluss gehen wir heute noch auf meinen ersten Muay Thai-Wettkampf. Also macht euch auf was gefasst, es wird krass. Let's go! Tipp Nummer 1. Habt ihr diese Bizeps-Maschine in eurem Studio, nutzt sie unbedingt. Denn ich erkläre euch jetzt, warum. Mit dieser Maschine könnt ihr euren Bizeps komplett isolieren und habt 100% Spannung. Schaut mal, angelehnt mit diesem Polster kann ich komplett in die Dehnung gehen, hab immer Spannung auf die Muskeln. Kleiner Trick, lasst eure Handgelenke locker und greift hier nicht zu, denn hier kommt schon Spannung auf die Unterarme. Und dann der andere Arm. Volle Range of Motion. Nicht nur den hier, sondern wirklich runter. Pam. Pam. Und Muskel kontrahieren. So, Freunde, zweite Übung: Kurzhantel Hammer Curls. Einer meiner Favorite-Übungen. Baut die unbedingt mit ein, aber richtig, ich zeige euch wie. Nicht dieses Hände rumgeschmeißt, sondern Schulterblätter zurück, Arm wirklich angelegt, isoliert, bam, nach oben. Könnt auch beidarmig machen, aber wirklich achte dabei, ohne Schwung zu arbeiten. Sauber. Was ihr auch machen könnt, ist in der Streckung nochmal den Trizeps anspannen und oben die Bizeps. Runde, Trizeps. Nächste Übung, Freunde, hier diese Bizepsmaschine aufgelegt. Und ich bin echt ein Fan von Maschinen oder Seilen für die Bizeps, wenn ihr ihn nicht spürt. Warum? Weil ihr ihn viel isoliert trainieren könnt. Warum spüren die meisten den Bizeps nicht oder bauen nicht mehr richtig Bizeps auf? Weil sie viel an Kurzhandeln trainieren, SZ-Handeln etc. Und da wirst du niemals diese Kontraktion aufbauen können. Deswegen hier aufgelegt mit dem Polster. Handgelenke wieder locker lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, Freunde. Wir wollen nicht die Unterarme trainieren. Wir wollen den Bizeps. Und volle Range of Motion. So, Freunde, Bizeps-Training durch, aber dranbleiben, denn wir sehen uns gleich wieder, wenn wir beim Muay Thai-Kampf in Bangkok sind. Jetzt heißt es Showtime. Ich freue mich mega drauf. Wir sind auf dem Weg in die Arena zu dem Muay Thai-Kampf. Es sind insgesamt 6 Stück und ich hoffe, wir werden richtig geile Fights sehen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier am Stadion angekommen. Schaut mal, richtig oldschool hier alles. Und jetzt geht's gleich rein. Wir warten auf unsere Tickets. Die habe ich online gebucht. Ein Ticket, also mit den besten Plätzen, 2000 Watt, das ist, glaube ich, umgerechnet, vielleicht 40 Euro oder so. So sieht das Ganze hier aus. Okay, thank you. Thank you. Follow me, I'll take you, mister. Okay, perfect. You have some. You have some, I know. So, ihr Lieben, erste Reihe, richtig nice Plätze, direkt am Ring, kann ich nur empfehlen. Geht ja gar nicht. Ja,
Stadion. Auf geht's, zweite Runde. Wilde zweite Runde auf jeden Fall. Ich setze, wie gesagt, 20 Euro auf den Roten. Der ist stabil dabei. Geiles Ding, Mann. Erste war ein bisschen verschlafen, zweite geht mehr. Jetzt schauen wir mal in die dritte Runde, was abgeht. Er hat echt ein paar einstecken müssen. Dafür steht aber noch sehr, sehr gut da, der Dreh. Der Blaue geht drauf. Jetzt klappert er. Let's go! Give it, bro! Give it! Also ich muss sagen, der Blaue ist auf jeden Fall wieder zurückgekommen. Riesen Respekt, Alter, an diesem Fighter. Die Menge tobt. Also was hier extrem klar ist, dass viele Wetten hier umkreist sind, weil die Zuschauer lassen kommen den aus, da kommt immer einer runter, er gibt irgendwelche Tipps ab, wedeln die Leute mit voll vielen Scheinen. Also was mir gerade aufgefallen ist, es wird halt tief gewettet und jetzt haben die 2 Minuten nichts gemacht. Das heißt, wird von außen viel Geld gezahlt. Vielleicht hat einer darauf gewettet, dass er K.O. schlägt, weil der Blaue viel besser war. Und dann machen die 1,5 Minuten, 2 Minuten gar nichts mehr. Die gehen nur noch im Ring. Von außen wird dann geschrien. Das kommt ein bisschen vor wie so Spielmanipulation. Ich weiß aber nicht, ob ich da richtig bin. Könnt mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr euch da auskennt. Jung übt sich, oder? Schaut euch mal diese Kameraden hier an. Wie alt werden die wohl sein? Schlag der eine doch seine Maske auf. Und natürlich zum Kampf gesalztes Popcorn. Schön clean, genau immer. Thank you.
ist auch mal ein krasser Kampf. Endlich hat es mal gescheppert. Ich glaube auch, dass der noch Knockout gehen wird. So, Friends, das war's. War ein krasses Erlebnis, muss ich sagen. Waren vielleicht jetzt nicht die besten Fighter, aber war sehr, sehr geil. Kann ich jedem nur mal empfehlen, hier reinzukommen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich für euch noch so in Thailand besuchen soll. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es heißt, like, come, I shred like.